Pfalzheim geworden. Warum hier in die Gruppenliga zurück? Die haben sich sehr um mich bemüht, konnten mich überzeugen, hierher zu kommen von der Infrastruktur. Es haben sie schon aus den Möglichkeiten sehr viel gemacht. Wenn ich das Revue passieren lasse, wie ich vor 3,5 Jahren in Wiesbaden angefangen habe, sind sie schon besser aufgestellt als wir damals in der Verbandsliga. Was Trainingsmaterialien, wie die Materialien gepflegt werden, welche Manpower auch der Verein an den Tag legt. Also das muss man schon sagen, da war ich sehr positiv überrascht, hätte ich mir nicht so vorgestellt. Und das war auch noch ein weiterer Grund, dann hier meine Zusage zu geben. Kontakt ist über den André Becher gekommen und wir hatten uns vor Silvester zusammengesetzt gehabt mit Volker Wagner zusammen. War das erste Gespräch und haben uns ausgetauscht. Dann haben wir im neuen Jahr uns noch zweimal getroffen, auch mit dem Präsident Peter Strauch. Und wir haben dann beide Parteien uns ausgetauscht, was der Verein sich vorstellt, was ich mir vorstelle. Und letztendlich hatte ich ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Und ich denke, der Verein auch, die Verantwortlichen. Und so ist dann dazu gekommen, dass wir uns geeinigt haben, jetzt für die Rückrunde zusammenzuarbeiten, in der Hoffnung, dass wir am Ende der Rückrunde auch den Tabellenplatz haben, wo wir aktuell sind, nämlich Tabellenplatz 1 und damit der verbundene Aufstieg. Okay, wie gut kennst du die Mannschaft schon und die Gruppenliga Wiesbaden? Wir hatten mit SV Wiesbaden hier Hessenpokal gespielt, haben knapp nur gewonnen und da konnte man schon sehen, dass sehr viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Den einen oder anderen Spieler kenne ich persönlich auch. Jetzt mit den beiden Neuverpflichtungen, was von Baku und Evjong, mit denen ich nichts zu tun hatte, was vorher schon fix war. Natürlich zwei Spieler, die ich letztes halbe Jahr in Wiesbaden mit hatte. Und von daher werden wir die Vorbereitungszeit nutzen, auch alle anderen sich noch besser kennenzulernen. Gestern leichter Aufgalopp in der Halle gehabt für den Offensivcup am Samstag. Und von daher werden wir die Zeit nutzen, sich besser kennenzulernen und wir alle unser gemeinsames Ziel verfolgen werden, den Aufstieg. Das ist eine tolle Grundsituation, die wir oder die die Mannschaft und auch der ganze Verein sich erarbeitet hatte. Und das wollen wir bestätigen. Die Mannschaft hat viele Tore geschossen, hat auch oft zu Null gespielt, aber in den anderen Spielen leider zu viele Tore kassiert, wenn man rein nur auf die Tabelle schaut und die Spielergebnisse. Und dort werden wir auch ansetzen, dass noch konstanter, auch wenn man viele Tore geschossen hat, auch konstanter verteidigt und nach vorne mit der individuellen Klasse, die die Mannschaft hat, die immer Torgefahr ausstrahlen wird. Und von daher ist es da ein paar Stellschrauben, an denen man noch drehen kann. Und was sind jetzt die Stellschrauben für die Wintervorbereitung, an denen du drehen willst? In erster Linie, dass wir einen Fitnessstand alle auf ein gutes Niveau bringen. Und das ist der Hauptaugenmerk in den ersten Wochen. Darüber hinaus natürlich wollen wir uns im Taktischen auch weiter mit beschäftigen. Und in Standardsituationen, was enge Spiele betrifft, sieht man ja nicht nur in der Gruppenliga, sondern allgemein, dass das immer ein sehr großes Thema ist, offensiv wie defensiv. Und da werden wir schon unser Hauptaugenmerk drauflegen. Der Trainingsalltag wird ähnlich bleiben. Hier trainieren wir nicht ganz so viel wie in Wiesbaden. Und von daher muss man gucken, wie die Trainingsbeteiligung ist, was die berufliche Situation anbelangt, dass dort hoffentlich keine größeren Probleme auf uns kommen und dass wir alle gesund und ohne Einflüsse von außen immer beim Training teilnehmen können. Und dann werden wir gemeinsam einen Fahrplan entwickeln und Spaß haben und mit vielen Siegen nach Hause fahren, hoffentlich. Ja, was bist du jetzt für ein Trainertyp? Vielleicht auch mit Hinblick auf Jovac Vasic, der sich ja vielleicht auch geprägt hat? Wir haben sehr lange zusammengearbeitet als Spieler und auch gemeinsam als sportlich Verantwortliche. Und natürlich nach so langer Zeit hinterlässt er einen großen Eindruck und Einfluss auch auf mich. Nichtsdestotrotz hatte ich viele andere Trainer auch gehabt. Und ich denke, jeder, der selber gespielt hat und die einen oder anderen Trainer erleben konnte, nimmt sich für jede Situation sein Puzzleteil mit. Und am Ende des Tages soll es dann ein abgerundetes Bild sein. Und wird man dann seine eigene Handschrift am Tag legen und in der Hoffnung, dass es auch fruchtet.